das würde sich perfekt für so Drifts anbieten. So, ich drifte auch ein bisschen. Jo, und da ist schon der weiße Rauch. Ja, ja, klar. Wenn schon Heckantrieb, dann richtig, ne? Und ich muss nicht mal eine Handbremse nutzen. Einfach nur aufs Gas gehen, reicht vollkommen. Hallihallo, liebe Freunde, und damit willkommen zu Forza Horizon 2. Und ja, wir haben hier einen Gast, beziehungsweise das heißt einen Gast. Wir haben sowieso gesagt, wir möchten mal zusammen hier unterwegs sein, und zwar der Guckmaster. Grüß dich. Servus, Leute. Ja. Ja. Kommt auf beiden Kanälen, deswegen muss Guckmaster jetzt auch noch ein bisschen was loswerden, und dann gebe ich ihm einfach das Wort und dann rede ich dann später wieder weiter. Ja, gleich als erstes mal hallo liebe Community von Ray, freut mich wieder, dass ich bei dir im Video mit dabei bin. Und ja, vor allem hallo meine Leute, ihr habt schon längeres nichts mehr von mir gesehen, aber dazu werde ich später, wenn das mir rumcruisen, werden wir darüber ein bisschen reden. Ich habe da weniger gute Neuigkeiten für euch, aber... ja, das soll jetzt nicht die Stimmung vom Video verwerfen, drum würde ich sagen, ja. Cruisen wir mal los, oder? Ihr kennt genau. Ja noch das alte Battle, was wir damals hatten. Genau, in Forza. Audi RS4 Z4. Genau, in Forza Motorsport 5 haben wir ja gesagt, Z4 und RS4 Audi. Dann haben wir gesagt, das wollen wir ja nochmal Neuauflage machen. Ja, jetzt machen wir es halt einfach in Horizon, warum auch nicht, ne? Jetzt cruisen wir mal, müssen wir ja hier nicht Vollgas geben, können wir hier beiden Autos auch sehen. So, gerade momentan Nacht, ein bisschen bewölkt, aber ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir bleiben mal irgendwo stehen und setzen uns ein Ziel, oder? Wo wir hinfahren. Ja, ich kann ein Ziel setzen. Du kannst ein Ziel setzen, warte mal, ich gehe auch in die Karte rein. Dann schauen wir mal, wo wir hinfahren. Einfach mal Querfeld. Ich würde sagen, wir schauen uns mal hinten da den Airport an und dann können wir rüberfahren zu der reinen Ruine da, oder? So gedacht. Zu der Ruine, welche Ruine meinst du denn? Die rechts oder links, oder? Die bei dem See da oben. Tenuta Montelino. Ich kann kein Italienisch, drum hört sich also das beschissen rechts, an. Rechts, das. Dann würde ich sagen, fahren wir noch hier so beim Airport gehen wir jetzt da vorbei. Mal, gehen wir erstmal zum Airport, würde ich sagen, oder? Jo, mach du mal ein Ziel. Dann machen wir da mal ganz am Ende vom Airport, dass wir ganz, ganz hinten sind, so. Ja, du meldest hier schon wieder die Straßenlaternen um. Echt? Ja, du hast deine Straßenlaterne mitgenommen. Oh, da habe ich die Handbremse nicht angezogen. So. Ja. Ja gut, dann müssen wir umkehren. Freut sich wieder der Bullendoktor. So. Ja, was gibt's zu sagen? Also, wie gesagt, der Cookie hat ja noch ein bisschen was zu erzählen. Bei mir ist ja so, bei mir läuft jetzt Let's Play momentan, also auch hier Grüße an die Community von Cookie. Bin ja Mitte drin, haben ja gesagt, dass wir auch Multiplayer-technisch mal viel machen wollen, und da ist auch das große Thema, kam auch in einem von meinen letzten Folgen, dass ja die Car-Clubs gibt. Und da werden wir auf jeden Fall irgendwie gucken, dass wir da gemeinsam auf jeden Fall einen Car-Club auf die Beine stellen, damit ihr auch damit dabei sein könnt. Ist ja schön, alle Communities ein bisschen vereint sind. Ja, das ist der Hauptgedanke bei unserem Car-Club. Also wir wollen da nicht, keine Ahnung, wie soll ich das jetzt erklären? Wir wollen da nicht, dass man die Leute ausnutzt, indem dass man die anderen Autos hat, sondern einfach, dass man Spaß miteinander hat, während dass jetzt jemand sich freut, weil ich seine Motorräder niedergefahren habe. Ja, wir wollen einfach da die Communities zusammenfügen in der Hoffnung, dass sich da wieder Freundschaften bilden, und ich kenne selbst aus der Community vom Domsing verdammt viele Freundschaften von mir alleine rausgegangen. Ich habe dadurch auch den Ray kennengelernt. Genau, ja. Und so etwas verbindet, und das ist eigentlich der Hintergedanke des Car-Clubs, von uns zumindest. Genau. Dass andere, die sich da aus verschiedene Vorteile schaffen wollen, ist bei uns nicht so. Nee, auf keinen Fall. Also auf jeden Fall Spaß halt an der ganzen Sache, Community zusammenführen. Vor allem die Car-Clubs können ja bis zu 1000 Leute fassen, deswegen haben wir auch gedacht, naja, also da steht ja eigentlich nichts im Wege, von dem her, als rein mit den Leuten, als rein mit euch vor allem. Aber wie gesagt, wie das dann aussieht mit den Car-Clubs, da werdet ihr dann als aller... jetzt mache ich hier gerade einen richtigen Abflug. Da werdet ihr als allererstes... Warte mal, Ray, ich muss mal kurz stehen bleiben, ich muss was umstellen. Geht so gar nicht, ich brauche die Handbremse auf einen anderen Knopf da. Steuerung. Handbremse, Kupplung tauschen. Ah, jetzt passt's. So, ich stehe ja mehr am... Hui. Mache ja ein paar Drifts hier. Geht ja wunderbar mit dem Z4. So. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also ihr werdet ja als erstes natürlich erfahren, wenn es dann mit den Clubs losgeht. Wie gesagt, wir gucken mal. Natürlich, also vielleicht kommt da noch ein oder zwei andere dazu, YouTuber oder so, da gucken wir jetzt einfach mal.
Vielleicht kennen wir da ja noch jemanden oder so. Das gucken wir mal. Also wie gesagt, ihr werdet als erstes. Ray, pass auf, Kreisverkehr. Kreisverkehr, ja. Oh scheiße, das ist so einer. Also die Leute aus Let's Plays wissen es schon, Kreisverkehre, die kommen manchmal echt schneller als man denkt. So ein Scheißdreck. So, ja, und der ging jetzt verdammt schön quer. Da gibt es dann halt auch Kreisverkehre, ja. Du hast aber Allrad, oder? Nehme ich mal stark hinaus, Audi, klar. Ja, ja. Quattro. Da hab ich halt ein tänzelndes Heck hier. Ein bisschen aufpassen. Ja, aber schönstes Wetter. Ja, aber das ist eben halt das Geile hier an Horizon. Man kann schön zusammen rumcruisen. Ich glaube, bis zu 12 Spieler in der Party. Hat schon was. Ja, und dann gibt es ja auch diese Autotreffen noch und so weiter. Also, da ist eh einer. Apropos Autotreffen, da geht's rein zu einem. Ja, ja, komm, geh mal schnell rein. Ich weiß. War noch nie drin. Da geht's rein. Getrete Autotreffen, Sandmarkt. Die sind der Präsident. Hey, warum bin ich jetzt wieder draußen? Ah, hat es dich rausgehauen, oder? Detektiv Kanon. Ja, jetzt hat's mich rausgehauen. Das ist ein Abonnent von mir mit in der Lobby. Wir benutzen hier die Startbahn für die Showdowns. Ich kann in keinen Autoclub noch rein. Wenn du jemanden herausforderst. Ja, ich will jetzt aber keinen herausfordern. Ja gut, dann hat das wohl jetzt hier nicht so geklappt. Dann gehe ich jetzt hier wieder raus aus dem Auto, aus dem Treffen. Ja, und gleich jetzt mal vorweg für meine Leute, also falls die sich jetzt wundern, da kommt, keine Ahnung, keine einzige Folge nur vom Let's Play und dann mache ich da was mit Multiplayer. Einige von euch wissen es ja, ich bin in der Schule, aktuell Berufsschule und ja, ich bin unter der Woche nicht da, von dem her aufnehmen geht scheiße. Wochenende lernen, Privatleben, das darf auch nicht zu kurz kommen, weil unter der Woche hat man kein Privatleben in der Schule. Und ja, jetzt bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass Let's Play wird erst später starten. Und zwar im November zusammen mit der Crew. Also da werden 3 neue Games auf dem Kanal kommen. Mit Minecraft inbegriffen. Lädst du mich ein, Ray? Wieder ich bei weiß dir nicht, bin. Irgendwie ist das komisch gerade. Vielleicht muss die Party verlassen. Ich muss, glaube ich, die Party verlassen und dann noch eine neue erstellen. Ja, dann mach das mal. Ja, also wir experimentieren hier auch gerade. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe das nur in der Demo einmal getestet und da hat es auch schon nicht so richtig funktioniert. Aber im Normalfall funktioniert es eigentlich tadellos. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann das mit dem gemeinsamen K-Club irgendwie, das hat noch nicht so geklappt. Egal, ich lade jetzt nochmal ein Spiel und dann sollte das ja eigentlich klappen. Und ja, dass ich jetzt hier weiterkomme zu dem Hauptthema, was ich eigentlich mit dem Video ansprechen wollte, wie man es auch in der Videotitel, also es ist kein normaler Videotitel von mir, sondern da steht die Botschaft eigentlich schon mit drin. Aber ich muss eine Zwangspause einlegen. Hört sich jetzt schlimmer an, wie es ist nur so, bei mir ist so jetzt aktuell in der Schule, ich habe die schwierigste Klasse meines Lehrberufes jetzt gerade vor mir und ich habe keine Zeit, dass ich jetzt für YouTube da Videos schneide und so. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, also echt verdammt schwierig im Moment für mich. Bin Dank und nach nur noch am Lernen, komme in Stoff eh nicht mit, also viel mehr für mich. Und ja, das ist alles gerade ein bisschen zu viel für mich, also wenn ich da jetzt noch YouTube machen würde, ich würde es zwangsmäßig machen. YouTube sollte kein Zwang sein, ich glaube, da gibt mir der Ray recht, also... Nee, ganz klar, Real Life geht vor und in jedem Bereich, denke ich mal. Und deswegen sollte es euch, Leute, aber nicht abschrecken, falls ihr bei Cookmaster noch nicht wart, könnt ihr mal vorbeigucken, der macht auch richtig geile Design-Guides für Forza 5 und hat jetzt auch, glaube ich, gesagt, dass er, wenn er dann hier in der Schule fertig ist und wieder Zeit hat und wieder voll einsteigt, glaube ich, auch Design-Guides hier für Horizon machen wird. Nur noch für Horizon. Oder nur wird umgestellt. Es gibt hier keinen Motorsport mehr. Wir möchten ja, jetzt doch. Hier Horizon. Westbestand. Westbestand. So. Ein Flugplatz passt ja eigentlich perfekt für ein Track Race für uns, oder? Fahren ja, ich würde auch sagen. Dann fahren wir mal ins Ende. Schauen wir mal, ob die 4 Ringe, also ob die Nachbarn ihre Ringe diesmal schlagen können. Oh, jetzt heißt, ich muss hier rüber. Habe ich die Bude ein bisschen falsch gesetzt? Machen wir mal. Ja, fahr gerade raus. Achso, das ist die Zufahrt, glaube ich, zum Flugplatz. Ja, aber geil, glaub, so bei Nacht, ne? Das sieht Hammer aus. Ja, das wird jetzt ein geiles Race. Vorsicht, ich habe schon gebremst, da. Uiuiui, hier schön Offroad. So, warte, hier muss doch irgendwo eine Linie geben, dass man schön am besten vom... Hier ganz hinten gibt es eine Linie. Hier am Beginn von dieser Linie kann man einfach... Ja, warte, ich fahre mal ein bisschen neben dich. Aber oh, fuck. So.
bisschen. Also für die, die sich jetzt wundern, wir haben jetzt hier kein Konzept für die Folge oder so. Wir machen einfach ein bisschen freie Fahrt, ein bisschen Spaß und das, wie gesagt, das möchte man gerne mal mehr aufgreifen. Vielleicht kann ja einer von euch Abonnenten auch mal mit dabei sein, das ist ganz klar. Je mehr, desto besser, würde ich einfach sagen. Ist ja immer mein Motto. Oh, ich bin, glaube ich, ein bisschen schon so weit vorne. Ja, du bist ein Stückchen zu weit vorne. Auf meinem Kanal sind das jetzt dann die einzigen Videos, die kommen werden. Weil ich habe Horizon erst drei Stunden, glaube ich, angefangen zu installieren. Ja, und gleich musste ich dich dazu zwingen, hier jetzt mit mir aufzunehmen, Mensch. Ja, immer dieser Gruppenzwang. Ja, da wurden schon alle, haben mich schon alle gefragt, wo ist ein Guckmaster? Wir wollen Guckmaster sehen. Und alle geschrien natürlich. Und da habe ich gesagt, ja, das muss ich jetzt halt machen, ne? So, ja, ich habe einen Vollmond, hast du den auch da vor dir? Im Cockpit sich gehen an den Zug. Oh, ja, Cockpit. Auf der Motorhaube sich zieht man ihn. Sieht geil aus. Ich sehe ihn aus dem Cockpit. Okay, geil. Also sieht hammergeil aus. Ja gut, wir machen was. Gibt's hier irgendwo eine Zeit? Ne, gibt's nicht, die läuft, ne? Scheiße. Nö. Dann, auf die Plätze. Achso, ja, ich muss erst hier Launch Control anmachen. So, okay. Also du sag an. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh je. Ja, da merkt man der Allrad. Oh je. Da ist wahrscheinlich nur auf Leistung getuned, oder? Gibt's doch zu. Nee, ich habe ihn eigentlich auf Optik getuned, ich habe voll den Radsturz drauf. Okay, ja, aber du ziehst mir da eiskalt davon, da habe ich keine Chance. Das Einzige, was drauf ist, ist ein Auspuff und ein Luftfilter. Okay, ja, also ich habe da keine Chance, Audi gewinnt. Mal wieder, Mensch! Das lässt immer schon. Ja, wie gesagt, es gibt da nochmal eine Rewash und das ist ja jetzt hier auch nur so ein Dingrennen. So, was ist denn das eigentlich für ein Rennen davon? Ist das nicht sogar ein Track Race? Keine Ahnung! Aua. Ja, siehst du, ich habe noch gebremst rechtzeitig. So. Ja, ich wollte es cool machen mit Handbremse und so. Ja, tatsächlich, Festival Track Race. Ja, lass doch mal da beidrehen. Weil ich muss, glaube ich, beidrehen und du musst schon warten, bis ich es eingestellt habe. Könnte sein. Wetter. Ja, aber nach der Veranstaltung ist mein Auto wieder ganz, oder? Ja, ja, genau. Ja, das passt super, weil jetzt ist gerade also irgendwie jetzt, mein. Oben kommt jetzt bei dir irgendwie dann. Ja, habe ich schon. Okay, alles wunderbar. So, genau, ja, ich nehme mein BMW, ja, genau. Ich mein Audi. Machen wir es nochmal offiziell hier. Ne? Du bist bestimmt schon losgefahren, obwohl du noch gar nicht abgezählt hast. Nee, Spaß. So. Du, ich ja, aber ich muss auch sagen, wir reden ja über einen Teamspeak miteinander, nehmen wir ja auf. Und da gibt es ja ein bisschen Delay, ne? Diese Millisekunde, die war's. Nee, ach was. Ja. Bin ich mir ja sowieso davon gefahren, habe ich eher so keine Chance gehabt. Ja, das so, ist der Allradantrieb. Naja, natürlich. Ja, ich könnte ja Allrad einbauen, aber nee, das mache ich jetzt erstmal nicht. So, passt ja, denn kein Z4, wenn man ehrlich ist? Ja, könnte man schon machen und so. Ich meine, ich habe auch da ein Turbo drin. Ich dachte immer, BMW verbaut keine Turbos. Und ich habe kein Turbo eingebaut extra. Ja, das ist ja, vielleicht hat den Force eingebaut. Oh, es geht schon los. Start voll verpennt. So, ich nutze mal jetzt einmal einen Windschatten. Gibt's aber nicht. Nix da. Ja, ich glaube, ich krieg eh keinen. Jetzt kommt sauberer Start. Ich ja, ich hab den auch gerade gekriegt. Obwohl ich komplett verpennt habe, dass es schon losgeht. Wir haben genau einen Kilometer vor uns. Ja. Ein. Nö, 1,3 Kilometer. Die Linie. Mensch, ja, eiskalt verkackt, würde ich sagen. Wir haben 1,5 Sekunden. Ich hätte jetzt aber. Aber ich habe, glaube ich, nochmal ein A800 Auto. Muss ich jetzt mal kurz. Komm, wir fahren weiter. Komm, scheiß drauf. Wir bleiben jetzt mal bei den Autos. Ja. Es gibt noch genug. Wir machen noch genug zu folgen. Ich glaube, das Horizon Let's Play bei mir wird eine Weile laufen. Und wenn du dann beruflich auch wieder mehr Zeit hast, wirst du wahrscheinlich auch, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mehr starten. Und dann, glaube ich, werden wir eine lange Zeit. Dann startet das Let's Play Horizon. Ganz normal. Ja, eben, da werden wir ganz, ganz viel Spaß noch haben in Horizon. Weil das ist, glaube ich, so ein Spiel, das kann man, glaube ich, bis zum nächsten Horizon noch spielen. So. Das auf alle Fälle. Jetzt wolltest du da noch nach zu dem schönen See da oben. Ja, ja Leute, wie gesagt, ich fahre jetzt das erste Mal die ganze Strecke da. Als ich jetzt gerade nach Nizza fuhr, wo wir gestartet sind, damit dass ich überhaupt online spielen kann, habe ich das große Problem gehabt. Ich fahre so mit einem Ferrari, glaube ich, war das, was ich da gekriegt habe, ziemlich am Anfang. Fahre ich so ganz gechillt. Und dann fahre ich so um die Kurve, auf einmal meint die, nehmen Sie im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Da ist mir das Herz so dermaßen in die Hose gerutscht, Leute. Ihr könnt ja, euch das gar nicht vorstellen. Da fährt man da vorne ist irgendein Schild, das muss ich jetzt noch nehmen. Wo ist das denn? Das versteckt sich. Ja, das sind wir gerade vorbei. Ich sehe keins. Ich hole mir das ein andermal. Ich hole mir das dann im Let's Play. Ja, ich sehe es nämlich auch nicht. Ich glaube auch, dass. Ja, beim Multiplayer gibt es hier nochmal auch. Egal, komm, scheiß drauf.
Wir haben jetzt hier noch eine Strecke vor uns, 11 Kilometer. Los geht's. Oh. Ja, und es wird gerade Tag. Ich schau mir mal kurz hier so einen Hangar an. Ja, es sieht eigentlich echt geil aus. Also ich glaube, da kann man auch mal einen Gymkhana drehen. Ja, also wenn ich einer glaub, driften könnte. Driftzeug gibt's bestimmt auch. Bin ich so 100% überzeugt, dass es auch so Drift-Events gibt. Im Spiel. Es wird sich total anbieten. Da gibt's ja auch gerade bei Nizza ganz unten. Haben auch meine Leute vielleicht im Let's Play schon gesehen. Diesen Sishaven-Gebiet, wo ich mit meinem Skyline rumgedüst bin. Das wird sich perfekt für so Drifts anbieten. So, ich drifte auch ein bisschen. Jo, und da ist schon der Weiße auch. Ja, ja, klar. Wenn schon Heckantrieb, dann richtig, ne? Und ich muss nicht mal eine Handbremse nutzen. Einfach nur aufs Gas gehen, reicht vollkommen. Entschuldigung. Kein Problem. Oh. Oder? Dafür fehlt mir die Leistung, dass ich das ohne Handbremse schaffe. Aber ich bin heute so, weil meine Mutter hat sich jetzt ein 5er Golf gekauft. 140 PS Allrad, geht gut nach vorne das Teil. Das glaube ich so, jetzt nehme ich auch mal die Handbremse. Ui, okay, dann drehe ich mich. Ja, schöner Powerslide, ne? Nee, jetzt Waldweg oder wie? Feldweg. Das sieht so aus, ja. Ja, du willst ja da am See fahren, ja. Muss man halt auch mal auf den Feldweg gehen, ja. Da habe ich ja natürlich jetzt mit meinem Heckantrieb verkackt, ne? Und du willst dann mit dem Allrad da durchbügelst. So, ja, aber die Bodenfreiheit ist auch nicht für diese Straßenlage geeignet. Nee, ja, ich habe meinen auch ganz tief gelegt, so hier heißt es, ich muss abbiegen. Ja, ich bin weitergefahren. Nach links abbiegen. Ich fahre einfach mal jetzt da lang. Ja, für die Leute, die sich jetzt wundern, wieso ich noch keine Musik anhabe, das liegt einfach daran, dass, ja, wenn wir so labern, brauchen wir jetzt eigentlich keine Musik, würde ich sagen. Nee, für was? Für was Musik? Hm. Unsere ja, Stimme ist in Unterhaltung genug. Ja, wenn man genug gelabert wird, braucht man keine Musik. Für was denn? Ja, aber das Problem ist wiederum, das ist so ein Teufelskreis hier in Horizon. Wenn du aber zu wenig laberst und die Musik anhast, dann meckert die GEMA, zumindest halt in Deutschland. Und dann, ja, die meckert bei mir genauso, dann können halt die Deutschen bei mir nicht schauen. Boah, hörst du das? Wenn du kurz durch so einen Tunnel fährst, wird es kurz lauter, richtig geil. Das war in der Demo zum Beispiel auch noch nicht so richtig. Bob! Und... Aber er brüllt so geil, der Audi. Ja, der brüllt echt geil. Ich hör meinen nicht mehr, wenn du Gas gibst, ist ja echt. Also wenn, dann fahren wir im Kreisverkehr natürlich richtig. Guckmaster, gutes Beispiel hier. Driftet sogar hier ein bisschen durch den Kreisverkehr. Fährt nochmal eine extra Runde. Ja, jetzt geht's gut. Wenn's läuft, dann läuft's, ne? So. Und eine dritte Runde, eine Ehrenrunde und dann raus. Oh, da gibt's noch eine Fahrspaßliste. Komm, lass die mal machen zusammen. Die gehen warte ja mal, warte, aua! Warum fährst du in den Kreisverkehr rein, wenn ich drifte? Die Leute da in Europa haben überhaupt keinen Respekt. Ja, vor allem, es fahren alle irgendwie Alfa Romeos, habe ich so das Gefühl. In dem ja, Alfa Romeo und alte Audi S6. Ja, ARS6. Und Golf, alte Golfs noch. Alte Golfs. Genau, 3er Golf GTI VR6. Ja, und dann gucken wir doch mal, was das jetzt hier für eine Fahrspaßliste ist, was für ein Auto auf Bretter gerade erwartet. Hierher. Forza Horizon. Ja gut, da steht gar nicht, was für eins, oder ich sehe es nicht. Egal, ich starte es mal. Ich glaube, dann kriegst du eh die Einladung. Oder du musst hierher fahren, oder wie auch immer. Bin schon da. Okay, ist jetzt mal schwarz bei mir, ja. Entfesseln Sie die pure Power, von zwei Veneno. Oh, ein Veneno. Oh, wie geil ist das geil. 1,2 Millionen Credits kostet das ganze Stück hier im Spiel. Aber wie geil ist denn das, bitte? Wo müssen wir jetzt hin? Oh, kombiniertes Ziel. Da müssen wir zusammen so viel km/h einen Blitzer erreichen. Boah, der Sound. Der Sound. Gibt ihr euch das mal? Das ist ja brutal, oder? Wie lange haben wir Zeit? Ich brauche eine Runde im Kreisverkehr. Nee, so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Also wir müssen da jetzt schon gut pushen. Ich gehe jetzt nochmal in den Cockpit sich kurz. Ah, das ist geil. Ich finde ja sowieso, das Ding ist für mich einfach ein Badmobil. Scheiß auf den Kreisverkehr, drüber wird geil. Fuck, ich sehe nur noch Himmel. Ja. Okay, das war vielleicht nicht so schlau, vor allem wir haben nicht so viel Zeit. Wir brauchen Speed, wir brauchen 563 km/h. Oh nee, bei mir ist vorbei. Ich bin beim Baum hängen geblieben. Ja, machen wir gleich nochmal. Aber der Sound ist ja überragend. Für mich... Aber trotzdem das absolut geile Batmobil hier. Boah, da müssen wir ordentlich pushen. Ja, ja, da muss da vor allem muss man da auch. Sie waren 101 km/h so langsam. Ja, wer hat jetzt die 101 km/h zu wenig gehabt? Das war eindeutig ich. Weil ich habe ganz schön einen Baum geküsst. Ja, aber wie gesagt, das machen wir gleich nochmal. Gerade mit diesem geilen Fahrzeug. Ich finde den Veneno echt geil. Das ist so volles Hypercar einfach, ne? Betrieben krank. So, jetzt machen wir nochmal Start. So, bei mir leckt da irgendwie das Video, also ich hoffe mal, das ist dann bei euch nicht so.
Ansonsten ja. Keine Ahnung. Aber wie man auch nicht. Mensch, das muss ich die alte Elgato-Version runterladen und dann. Ja. So jetzt. Ja, so kannst dich du freuen, Ray, und ich mach einfach nochmal ein Video. Dann machen wir halt einfach noch ein Video, dass ich meine Leute informieren kann, wenn's blöd geht. Das Krasse ist halt auch noch, der dreht halt über 9000 Umdrehungen. Das finde ich sowieso geil. Ich liebe Autos, die so hoch drehen. Jo. Jetzt, wo war ich jetzt eigentlich vorhin stehen geblieben? Also, genau. 5er Golf GTI 140 PS Allrad. Habe ich ihn hochgedreht, weil ich bei einer Kreuzung rausgefahren bin und dann kam hinter mir Verkehr nach. Dachte ich mir so, ja, drehe ich ihn hoch auf 4000. Auf einmal schaltet das Steuergerät des Motors, will den Motor vor Überhitzen schützen. Schaltet einfach ab, kannst hier voll ins Gas treten. Der beschleunigt von der vierten von 90 auf 100 in satten 5 Minuten. Boah, 10 km zu langsam. Nee. Oh, komm. Ich glaube, wir müssen im Kreisverkehr, da verliert man echt viel Zeit, weil ich bin jetzt schön drumherum gefahren und das hat nicht gereicht. Ja, aber du kannst nicht gerade drüber, geht ja auch nicht. Du musst schräg drüber. Halt, aber nicht zu schnell halt. Weißt du, was ich meine? Wir probieren das nochmal. Das geht ja eh schnell. Bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Nee, nicht wenden jetzt. Wir wollen jetzt hier das Ding gewinnen. Wenn schon, dann richtig. Ja. Hauptsache, wir können Veneno fahren. Aber echt, Hauptsache, wir können Veneno fahren. Wir fahren jetzt die ganze Folge nur noch Veneno. So. Ja. So, jetzt aber komm. Ja, komm, ich lass dich mal vor, dass wir uns dann nicht gegenseitig wegrammen. Yay, ich darf nach vorne. Dass man hier den Heck von dir auch noch sieht. Das ich bin mit dem Veneno ja schon so gerne in Forza 5 gefahren. Ja, ich auch. Also ich habe ihn ja auch in einer Folge mal gehabt bei mir. Und ich fand ihn einfach so überragend geil. Also. Okay, du bist jetzt da echt besser durchgekommen wie ich. Verdammt gut, ich habe 300 auf dem Tacho. Okay, dann muss ich jetzt noch gut aufholen. Ich hab's nicht. Aber wenn du 300 hältst, dann 307. Reicht's. 307. Ja, dann reicht's locker. Ich habe jetzt 282 gehabt, also. Jawohl, sie haben es geschafft. Jawohl. Ja, ich habe jetzt nämlich wieder aus Angst abgebremst, ne? Ich habe da immer so ein bisschen Angst. Schöne Auto kaputt zu machen. So, ja, noch ein bisschen Credits, ja wunderbar. Nehmen wir 3,9. Habe ich immer wieder gern. Genau, ein bisschen Erfahrung noch. Ist nicht die Welt, aber ja, für eine Fahrspaßliste ist okay, macht ja auch Spaß. Macht echt Spaß. Also ich muss sagen, macht echt Spaß. Die Fahrspaßliste, muss man wirklich sagen, ist eine geile Neuerung in dem Titel. Muss ich sagen. Einfach mal die geilen Autos mit irgendeinem Event und das kann man auch noch schön im Koop hier machen. Finde ich einfach geil. Also echt was. Ich finde es echt schade, dass ich aktuell gerade Berufsschule bin und Zeit habe zum Zocken. Ja, ja. Aber deprimiert. Real Life geht vor und jo. Ich sag mal immer so schön, man kommt, umso besser kommt man immer zurück, wenn man mal irgendwo eine Pause machen musste, ne? Ja, vor allem kommst du mit mehr Elan wahrscheinlich sogar zurück, wie du vorhin gehabt hattest. Ja, eben. Weil du dich wieder drauf freust. Kannst jetzt schon wieder kaum erwarten, wenn ich ehrlich bin. Ja, also geht's mir auch als manchmal, gerade wenn ich da von der Uni oder sowas Klausurphase hab, die geht halt manchmal halt 6 Wochen oder so. Derzeit kann ich für den Kanal auch nicht so viel machen, deswegen, der wird für mich auch, heißt ja, muss ich ehrlich sagen, immer viel vorproduziert ein bisschen, damit ich mir auch selber nicht so viel Stress machen muss und im Kopf auch wirklich beim Lernen sein kann und so. Aber vorproduzieren ist auch nichts, das habe ich beim Design Guide gesehen. Ja, nee, das kannst du auch nicht machen über eine lange Zeit. Aber ich denke mal auch, dass ich hätte für die ganze Berufsschulzeit vorproduziert, also Leute, die Videos wären da. Ist ja nicht so, dass ich alle Videos erst aufnehmen müsste. Es wären ja einige da, aber ich habe die Zeit nicht zum Schneiden. Ja, das ist auch eine große Kunst. Das Schneiden braucht auch viel Zeit. Leute, ihr seht ja, die Videos vom Design Guide haben pro Folge ca. 10 Minuten. Damit ihr euch mal so ein Gefühl habt, wie lange das bei uns dauert, damit wir so ein Video schneiden können. Damit ihr das in voller Pracht seht. So, uns ist ein weiterer Spieler beigetreten, wie du siehst. Need for Cookies. Ja, den kenne ich auch durch Tom. Ah, okay. Ja, wunderbar. Dann sei gegrüßt an dieser Stelle, mein. Also wenn du das siehst, Servus, hab wieder. Also wie gesagt, dauert 10 Minuten das Video. Aufnahme dauert 30 Minuten schon mal. Also das sind, haben wir schon mal ein bisschen Zeit mehr. Und allein das Schneiden für das Video, damit dass ich dann Musik, Stimme, alles mit drin habe. Also Aufnahme von Stimme plus Schneiden. Okay. Ah, das ist da hinten. Und ich dachte mir schon. Ja, aber ist es nicht geil hier? Das so ist schön am See. Tunnel. Was? Tunnel? Ja, da gibt's Soundtest. Tunnel! Das heißt Tunnel. Fuck! Komm da rein, Mann. Ey, ich komm schon.
Das ist kein Tunnel mehr. Nee, das ist eigentlich mehr schon eine Gruft. Und hier gibt's ein Rabattschild. Nehme ich mit. So. Stufenaufstieg erreicht. Oh, ich hab Glück. Ja, das war nicht schlecht. Ja. Jetzt komm ich. Okay. Meiner ist nicht so gut, glaube ich. Du hast so ein... Ja, das... Ich weiß nicht. Mir nimmt es nicht viel. Turbo. Meiner dreht auch über 8000. Ja, der dreht ja bis 7000 leider nur. Aber reicht. Auch okay. Ja, wie gesagt, wir brauchen da für so ein Video eine satte Stunde mindestens zum Aufnehmen. Wenn du jetzt rechnest, wie bei mir, bis November vorproduziert, da einiges ja, an nee, Zeit also, drauf. Das ist klar. Ich meine, das wissen viele zwar nicht, wie viel Arbeit da so in einem Video steckt und so, aber ich sag da auch immer, gut, muss ja nicht jeder wissen, weil da ist ja so, da muss ich auch mal sagen, das kann ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen, wie gesagt, so Folgen wie die hier sind ja aus dem Plaudern da. Es gibt ja in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, nee, wahrscheinlich nicht, weil du eh viel zu viel Stress hast. Nee, ich habe gar nichts mitbekommen. Ja, es ist so ein richtiger, bei diversen größeren YouTubern so ein Ding ausgegangen, so, wisst ihr überhaupt, wie viel Arbeit es macht? Und ja, so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, was das ist. What the fuck? Glashaus. Was ist denn daraus? Ja, Glashaus mit Sonnenblumen. Wer im Glashaus sitzt, oder wie war das? Sollte ja, keine Burnouts machen. Sonnenblumen kaputt fahren. Sorry. So, ich komme immer noch da zum Aussehen. Da ist was anderes. Ja, auf jeden Fall, die haben halt so auf Mitleid gemacht. Das finde ich eigentlich so unnötig. Ich meine, mein Gott, ich mache das ja als Hobby. Klar steckt da Arbeit dahinter und ich ja, klar, aber. Aber deswegen moser ich doch nicht rum. Hey, liebe Leute, ich mache mir so viel Arbeit. Bitte tätschelt mir auf den Kopf rum, weil ich so viel Arbeit. Nee, das muss nicht sein, aber. Nee, das muss gar nicht ab sein. Ab und zu muss man den Leuten auch sagen, dass da auch was dahinter steckt. Für manche. Ja, klar. Irgendwann kommt dann für den Leuten der Selbstverständlichkeitsfaktor. Zwar nicht jetzt bei unserer, aber das habe ich bei vielen anderen gesehen. Die auch teilweise mehr Arbeit reinstecken wie wir von der Zeit, und für denen wird das dann selbstverständlich und die maulern dann rum, wenn das dann nicht mehr so ist. Ja, nee, der Kreisverkehr ist scheiße, den mag ich nicht. Sven dreh ich Donuts. Doch, ein VW Bora. Das ist mal ein anderes Auto. Ah, super. Und oh, oben haben wir hier einen Mustang. Ah, der Need for Cookies hat einen neuen Mustang. Ah, den finde ich nicht so geil, muss ich sagen, den neuen. Ich finde den alten oder den eins davor eigentlich geiler. Wo sind jetzt die einen Ruinen da, die man gesehen hat? Was, wo willst du hin? Ruinen, ja. Oder was? Ja, die, du weißt schon, die bei der, beim Multiplayer-Trailer ja, da mit drin ja, waren. Ja, die sind in Sisteron, da müssen wir gerade wieder zurückfahren. Die sind hier. Wo ist Sisteron? Ja, ich habe schon markiert. Kreisverkehr. Okay. Fahren wir da nochmal schnell hin. Dann sind wir nämlich auch schon fertig mit der Folge. Ja, dann schauen wir, ob meine funktioniert hat und sonst nehmen wir halt gleich noch eine zweite drauf haben. Ja, auf. Alles drauf, alles drauf. Ja, jetzt habe ich mal Zeit, jetzt kann ich mit dir mal was machen. Zeit ist knapp, du weißt es ja. So, wieder ein Cockpit-Sicht. Mal schön hier, ich wechsle immer hier schön. Bietet sich ja an in dem Spiel. Aber die Cockpit-Sicht finde ich irgendwie von Forza 5 besser. Nee, ich finde die eigentlich hier gelungen. Ist halt so, weißt du, bei Forza 5 ist halt das Problem. Was heißt das Problem? Der Vorteil, dass die halt immer eine feste Sonneneinstrahlung haben und dadurch wirkt es halt manchmal richtig geil. Wie wenn du es jetzt hast du hier so Mittagszeit, dann kommt die Sonne von oben, dann sieht es schon nicht mehr so geil aus hier im Spiel. Nee, ich meine nicht von dem her, der Kopf ist irgendwie viel zu weit vorne. Die Kameraperspektive. Oder ist das jetzt nur bei meinem Auto so? Nee, aber ich glaube, das ist bei Forza genau gleich. Also ich kann mich. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Nee, kann auch sein, weil ich schon verdammt lange nicht mehr gespielt habe. Ja, also bei Forza sitzt man generell weit vorne, das muss ich ehrlich sagen. So, jetzt kann ich euch zwei Blaue nicht unterscheiden, aber das beschützt du hinter mir. Jo. Neben dir, vor dir. Ja, deiner hat ein bisschen mehr Dampf. Oben raus. Unten raus auch. Dank Allrad. Ja, der Z4 ist für die Kurven gemacht, wollen wir nicht drüber reden. Ja, da ist meiner dafür. Komm, mein Kreisverkehr. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Kreisverkehr. Komm, extra Ehrenrunde noch im Kreisverkehr. Oh komm, jetzt geht er nicht mehr quer. Ja, Allrad. Regel ab. So. Da noch lang. So. Aber ich weiß nicht,
ich weiß, es kommt vielleicht bei manchen hier, die das anschauen, nicht so krass rüber, aber ich weiß nicht, wenn man das spielt, es macht einfach nur Laune rumzufahren. Das reicht schon, das Ganze drumherum. Ja, ganz ehrlich, ich werde jetzt bis zum Let's Play nicht weiterspielen. Oh, mein Controller hat sich ausgeschalten. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Ja, das ist verdammt schlecht jetzt mal. Also wundert euch nicht jetzt hier, bei mir zu sehen. Wo ist ihr Kabel? Hier ist Kabel. Ich habe nämlich zwei Akkus und beide Akkus sind dermaßen am Sand. Also die Xbox One Akkus halten überhaupt nichts mehr aus. Die neuen. Ja, aber das liegt auch daran, dass ja alles vibriert mittlerweile bei dem Controller. Ja, nee, die haben auch keine Lebensdauer mehr, also. Der Kreisverkehr ist hier übel, der hier nochmal kommt, da würde ich aufpassen. Da würde ich nicht drüber heizen. Nicht drüber heizen? Nee, würde ich nicht machen. Der ist ein bisschen hoch. Ah, das ist der von vorhin, ich weiß schon, wo ich gesagt habe, Achtung, Kreisverkehr. Ich bin bei dem im Let's Play tatsächlich drüber gefahren. Ah, war das war so der. Ja, das war der, war nicht so toll. Ich habe zwar gebremst, aber ja, verhindern konnte ich nichts. Das teste ich jetzt mal. Kann nicht so schlimm sein. Kann ja nichts passieren, ne? So, wo 80 auf dem Tacho, den Abkürzen, Shortkarten. Wuhu! Aua, ich find die Landschaft einfach so geil. Ich mag dieses Mediterrane einfach voll geil. Also ich weiß nicht, das Colorado war zwar geil im ersten, aber ich finde einfach sowas, so Mittelmeer und alles finde ich aber irgendwie total genial. Ray, ich habe meinen Ausbruch verloren bei der Enttöpfe. Bin schon weitergefahren. Klingt auch, ja, bist du ja klar. Ne, er klingt immer noch gleich. Wow. Sowas wäre doch cool, wenn sie sowas auch mal mit reinbringen würden. Oh, aber Need for Cookies brennt hier neben mir im Feld rum. Und hat sich überschlagen. Das war mal ein Mustang. Das war mal ein Mustang. Ein neuer 2015er Mustang. Der noch nicht mal auf dem Markt ist. Einfach mal einen Prototypen zerscheppert. Ja, das sind die Testfahrten ja da hier in Südeuropa, ne? Ja. Gleich wie beim Lambo. Sag, das war so geil bei der Demo, wie ich gefahren bin. Sag, dass der Lambo heil zum Festival kommt. Die anderen Leute wollen ihn auch schon sehen, dabei war er schon komplett abkaputt. Ja. Das so ging es mir auch so halb. Oh, jetzt bin ich schon abgebogen. Das war so ein ähnlicher Effekt wie heute mit Achtung Kreisverkehr. Ach du Scheiße. Aber der Open World Flair, er kommt wieder so geil rüber. Ja, alles kommt geil rüber auch. Es passt einfach alles, wie ich finde auch, wenn man jetzt die Musik anhört, die 7 Radiosender insgesamt, die schaltet man zuerst nach und nach frei, aber es ist alles dabei, sogar Klassik gibt es jetzt. Klar, kann man Klassikmusik hören und ich sag dir, da kann man einschlafen dabei, so toll ist es. Aber ich stell dir einfach mal vor, so einen schönen alten Oldtimer hier in Horizon. Im Bulli. Ja, tuckern mit einer schönen Klassikmusik. Also, ach, was ich dafür geben würde. Ja. Das muss man auf jeden Fall mal machen. Ich glaube, wir müssen mal echt eine Bulli-Tour starten, wenn wir dann mal beiden einen haben. Ja, das dauert noch. Und dann im Slow-Mo-Modus, im Captain-Slow-Modus hier. Einfach serienmäßiger Bulli rumtuckern. Ja, genau. So. Ich würde sagen, falls du neben mich. Die irgendwie, dann machen wir noch ein schönes Abschlussfoto, können wir gleich noch als Thumbnail nutzen. Oh. So. Ja, gleich mal mit dem zerstörten. Ja, du kannst RS4. Im Fotomodus tatsächlich, kann man gucken, wo der, geht der nicht im Online oder was? Das wäre ja ein Witz. Ich finde nicht. Sie Autos nicht. Kaufen. Das kann ich machen. Autos tun kann ich machen. Fortschritt sehe ich. Das ist aber ja mehr kacke. Nicht. Ich kann jetzt tatsächlich kein Foto machen. Wheelspin, dreimal. Machen wir doch gleich mal. Ja, ich habe auch schon, aber immer mach ich dann wieder, wenn ich alleine unterwegs bin. Ja, tatsächlich, im Multiplayer kann man kein Foto machen, das finde ich ja kacke. Okay, 9000 Credits? Also schlecht, naja, egal. Mein Auto. Um 20.000 Credits? Naja, in der Zeit, 18.000. Wo Master hier schon schön sein Geld durch den Wheelspin verdient, sage ich mal. Schon mal tschüss jetzt hier für die erste gemeinsame Folge mit Guckmaster. Und so wie ich jetzt verstanden habe, hängen wir nochmal gleich eine dran. Das heißt, ihr kriegt gleich nochmal eine oder halt dann bei mir irgendwann auf dem Kanal zu sehen. Möchte ja nicht alles gleichzeitig raushauen. Genau, dann freut euch auf die nächste Folge und haltet die Ohren steif, kann ich nur sagen. Ciao, ciao. Jo, ich verabschiede mich auch an dieser Stelle.
Wie gesagt, wir sehen uns dann spätestens im November. Ja, im November wieder. Und das mit mehr Elan, mit 3 neuen Games, also mit richtig viel Motivation. Wie gesagt, wir hängen wahrscheinlich noch eine Folge drauf, weil meine Legato, schätze ich mal, die spinnt da jetzt rum. Ich glaube, ich muss die alte Software nochmal installieren. Aber ja, habe mich gefreut, wieder mit dir rumzucruisen. Und ich verabschiede mich, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, sag tschüss und ciao, euer Guckmaster.